So, willkommen zurück zu meinem vierten Let's Play bei Edna bricht aus. Wir sind hier in der Eingangshalle des Irrenhauses. Wir sind aus unserer Zelle herausgekommen, aber wir sind noch nicht draußen. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Also da oben haben wir schon alles angeschaut. Da gibt es einige sehr versperrte Gegenden, wo wir hoffentlich noch hineinkommen. Irgendwas war mit diesem Bild. Harre aus, kleines Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Okay. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Das ist gruselig. Vor allem, sie sieht da drinnen ein kleines Mädchen. Harvey, was sagst du zu dem Bild? Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Oh, das ist und auch gut. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Oder dieses Kaninchen hat eine kranke Fantasie. Das kann natürlich auch sein. So, an dieser Stelle, glaube ich, werde ich ganz kurz mal das Poki-Kommentar nehmen. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sich in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempomorph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt und muss dann halt hier warten und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte, weil sie sich gerade nicht nur in der Szene wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, ablehnt. Tja. Interessant. Okay, also das sind diese Poké-Kommentare, die wir versäumen, wenn wir sie nicht anklicken. Manchmal sind sie ganz interessant, weil sie ein bisschen einen Background liefern, was er sich bei den einzelnen Dingen gedacht hat, aber in den meisten Fällen geht es um irgendwelche künstlerischen Sachen, als ob das irgendjemanden interessieren würde. Gut, es gibt hier drei mögliche Ausgänge. Gehe zu Gang, gehe zu Tür und gehe zu Tür. Und wir haben hier eine Pflanze und wir beginnen einfach damit, die Pflanze zu bemalen. Und danach gehen wir in eine der drei Türen. Wenn ich mein Gebiet markieren will, dann mache ich das anders. Darf ich fragen, wie? Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch meinen Charisma. Oh, sie bemalt ja diese Blume nicht. Ich müsste auch langsam mal. Interessant. Sonst malt sie die Dinge immer an. Da reden wir mit dieser Blume. Wachse, meine Kleine, wachse! Bald schon wirst du dieses Haus und alles, was sich darin befindet, überwuchern! Okay, sie ist gruselig. Hey, da ist eine Pinnwand. Sehen wir uns mal die Pinnwand an. Heute ist Wünsch dir was Tag in der Kantine. Hey, Wünsch dir was Tag. Harvey? Was wünschst du dir? Guck mal, Harvey, eine Pinnwand. Yippie, meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. Nicht schlecht. Okay, gehen wir in diese Tür, wenn wir schon dort stehen. Wir sind im Speisesaal. Ha. Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Okay. Was sagt ihr zum Senf? Senf E005, E007,
Benzolsäure, Kerosin, Warnung, leicht entflammbar, Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Benzolsäure, das ist okay, das kann tatsächlich drinnen sein. Das ist ein Geschmacksstoff. Ich glaube, die können wir nehmen. Tatsächlich sind sie vollkommen sinnentleert, wir brauchen sie nicht. Das Einzige, warum wir sie brauchen, ist, weil ab jetzt können wir auch alles beschmieren. Meine Güte, bis ich drauf gekommen bin, dass das geht. So, es gibt hier eine Tür und hier eine Tür. Harvey, was sagst du zu dem Ketchup? Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Okay. Gehen wir in diese Tür. Oh. Bilder. Hässlicher Mann. Dr. Marcel. Sigi Jung und Sigi. Sigmund Freud, nehme ich mal an. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Der große Deuter Jung. Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Reden wir mal. Danke, Sigi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleichti. Sonst gebt ihr Sigi paar Watschen hinter die Gorschen. Okay, das Österreichisch war jetzt ein bisschen, naja. Mal schauen, ob das Schweizerische besser schafft. Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Buh! Ah, okay. Schauen wir mal. Können wir ihn bemalen? Idiot. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Okay. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Das war jetzt nicht so. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Gut. Das zu dem. Harvey, was sagst du zum Herrn? Was hältst du von jungen Harvey? Ich finde, er ist ein Traumtänzer. Der Hans Kuck in die Luft der Psychoanalyse. Hat er nicht das kollektive Unterbewusstsein erfunden? Ja, kann sein. Ich war neulich mal da. Die Deko ist ganz cool und die Musik ist in Ordnung. Ansonsten ein echt lahmer Laden. Da treiben sich nur Archetypen und langweilige Allerweltspsychosen rum. Gut, und was sagst du zu Sigmund Freud? Was hältst du von Sigi Hasi? Psst! Er hat mich doch nicht gesehen. Hast du etwa Angst vor ihm, Harvey? Ich schulde ihm noch Geld vom letzten Pokerabend. Gut. Sigmund Freud pokert. Und was sagt er zu Dr. Marcel? Was hältst du davon, Harvey? Pfui. Sehr eindeutig. Gehen wir da rein. Wo geht's da hin? Geh weiter. Oh. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo bekomme ich so eine Anmeldung? Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Okay. Also hier brauchen wir ein Formular, damit wir rein können. Wer braucht die schon? Brauchen wir Gruppentherapie? Ich glaube nicht. Hänseltherapie vielleicht. Okay, da geht's nicht weiter. Gehen wir danach rückwärts.
Juhu, eine Küche, Topflappen, Handtücher. Wir sehen uns die Handtücher an. Handtücher, Schmandtücher, Fitzifatzi, Pfanntücher. Okay, nehmen wir sie mit. Handtücher sind immer gut. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt. Okay, die dürfen wir nicht mitnehmen. Reden wir mit ihnen. Ich rede aus Prinzip nicht mit Handtüchern. Es sei denn, sie sind aus Frotti. Gut. Asbestbeschichtete Topflappen. Hm. Nicht schlecht. Asbest, meine Herrschaften, ist allerdings schon lange verboten. Das heißt, das stimmt nicht wirklich. Zumindest bei uns. Nehmen wir die mal. Ha, das geht. Mal schauen. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey! Okay. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Hm. Können wir Besteck nehmen? Wollen wir nicht erstmal gucken, was drin ist? Ja, ich wollte es gerade anschauen. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Müssen wir es benutzen? Oh, große Überraschung! Da ist Besteck drin! Dann nehmen wir es doch glatt. Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer! Und eine Gabel! Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab! Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Keine Löffel. Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Okay. Auch den können wir sicher nehmen. Der kommt mit. Na, jetzt sind wir schon ganz gut ausgerüstet. Können alles mitnehmen. Hey, da ist noch ein Topf. Heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Okay. Reden wir mit dem Topf? Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Hey, da gibt's eine Spüle. Der ist sauber genug. Den brauchen wir nicht mehr waschen. Das Messer auch. Da wäre eher ein Löffel angebracht. Hä? Wenn ich doch nur einen Löffel hätte. Na gut, da ist ein Speiseplan. Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Okay, das heißt, die Leute haben noch nicht sich noch nichts gewünscht. Wir haben noch Captain Unbrauchbar. Was sagst du in zu den Topflappen? In diesem Bild verbrennt sich Captain Unbrauchbar die Finger an einem Todestoaster. Yes. In diesem Bild spricht Captain Unbrauchbar zu den Höhlenmenschen. Nein, meine haarigen Freunde. Warum? Auf diesem Bild schmiert nützlich Boy Todesbrote für die Mittagspause. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar die Nase vom Vegetabler. Okay. In diesem Bild kocht Captain Unbrauchbar eine Suppe aus Killertomaten. Auch nicht schlecht. Was sagt sie mit Senf? In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen den Senflöwen. Der Senflöwe. Auch nicht schlecht. Okay, na gut. Wir haben gleich alles mitgenommen, was wir hier brauchen. Gehen wir weiter. Willkommen. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Tja, sehen wir uns mal das Schloss an. Ich hasse diese Dinger. Können wir es öffnen? Da fehlt ein Schlüssel. Unerwartet. Unter der Matte. Nein, den Schmutz unter meinen Sohlen habe ich mir hart erarbeitet. Okay. Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Nur zur Sicherheit. Wusste ich's doch. Kein Schlüssel unter der Fußmatte. Schade. Das wäre zu einfach gewesen. Na gut,
Gehen wir zur Treppe. Da können wir nachher vielleicht raus. Hey! Wir sind in der Wäscherei angekommen. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Hallo Edna, dein kleiner Freund da ist ja ganz schmutzig. Findest du? Gib ihn mir, damit ich ihn reinigen kann. Wie ein weißes Blatt Papier. Edna nicht! Es ist eine Falle! Ist ja super. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Hey, das sind Säcke. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Dann können wir die nehmen. Zu schwer, zu groß, zu langweilig. Was sagen Hallo? Sie? Hallo? Ist da jemand drin? Offensichtlich nicht. Na gut, gehen wir wieder raus. Hier können wir offensichtlich noch nichts machen. Gut. Oh. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Ich kann auf noch mehr Kontrolle von außen verzichten. Okay. Können wir es benutzen? Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Na okay, also offensichtlich nicht. Harvey, was sagst du dazu? Was hältst du davon, Harvey? Den brauchen wir nicht. Ich habe auch so alles unter Kontrolle. Meinst du? Na klar, vertrau mir. Okay. Na dran. Oh, da ist ein Gitter. Ein richtiges Inferno. Oh. Satan? Beelzebub? Mephistopheles? Ist denn niemand daheim? das lässt sich nicht abmontieren. Okay, können wir es benutzen? Ja, wir können. Niemals! Harvey ist mein bester Freund. In die Flammen. Na okay, also nicht. Hey, das ist ein verbogener Löffel. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Okay, Herrschaften, wer von euch kennt Uri Geller? Das ist die Frage dieser Folge. Wenn ihr mir das beantworten könnt, erwähne ich euch in meinem nächsten Let's Talk. Das weiß sicher keiner von euch mehr. Also zumindest keiner, der jünger als 30 ist, weiß das. Red mir mal mit den Löffeln. Wer hat euch das angetan? Harvey, was sagst du zu den Löffeln? Was hältst du von diesen Löffeln, Harvey? Meine sind größer und weniger verbogen. Hat er nicht ganz unrecht. Gabel mit Löffel. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ketchup und Löffel. Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Okay, aber hier haben wir auch noch ein Loch. Sehen wir uns das Loch an. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Okay, sprechen wir mit Hallo? Dem Loch. Hallo? Jemand zu Hause? Tatsache, da ist wer. Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du Wer denn? Wer bist du denn? Mein Name ist Almelio Sanchez di Mubelfrup. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Almelio. Kapiere ich nicht. Ein Dorftrottel namens Almelio. Jetzt verstehe ich das erst. Edna ist die Abkürzung dafür. Na gut, egal. Was treibst du denn da unten? Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Hey, das ist gut. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen.
Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Oh. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Glaubst du nicht, dass es einen besseren Glaubst Weg hier rausgibt? Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier rausgibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Der ist stutter als ein Walfisch. Okay. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Okay. Hm. Und? Wie geht's voran? Achso, das hatten wir gleich schon. Miserabel. Er braucht Löffel. Ich bin auf eine Sicht aus harte das Tonerde könnte auch erklären, gestoßen. Warum wir keine Löffel mehr haben. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Viel Glück. Ich suche einen anderen Weg. Viel Glück. Ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Aber er hat uns einen netten Hinweis zu Blase gegeben. Bei Blase haben wir einen Schlüssel, womit wir rauskommen. Na, das ist doch schon was. Oder? Gut, also da gibt es zurzeit nichts. Gehen wir mal da raus wieder. Da gibt es noch eine Tür. Wir sind im Übrigen im Keller, da könnten wir diese Akten finden. Da seht ihr. Formular. Ansehen. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Hey, das wollten wir doch. Sehr gut. Das ist eine Postkarte. Eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Oh. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Okay. Eine Notiz. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Okay, ja, das ist tatsächlich besorgniserregend. Was hältst du davon, Harvey? Der Mond fällt auf die Erde? Unheimlich. Ja, das finde ich auch. Was hältst du von Was der hältst du davon, Harvey? Reisen wir auch nach Vladwakistan? Bitte. Vielleicht, wenn wir hier endlich raus sind. Yippie! Okay, dann lasst uns hier rauskommen. Nehmen wir die Karte mit, dass wir uns daran die erinnern können. Die ist nicht an mich adressiert. Oh. Und? Rede mit ihr. Wie ist das Wetter in Vladwakistan? Meteorologisch mehrdeutig. Okay. Können wir sie nochmal perforieren? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Oh. Und was ist mit Erinnerung zur besseren Durchlüftung perforieren? Nein. Oh. Können wir mit der Was Notiz heißt reden? Das? Der Mond fällt auf die Erde. Wer schreibt denn sowas? Gibt's da keine Anleitung zu? Oder Sekundärliteratur? Sekundärliteratur. Da könnte man eine VWA daraus machen. Inventar. Das müssen wir beschmieren. Von diesem Vorschlag nehme ich einfach mal keine Notiz. Okay, gut, da haben wir noch einen Aktenschrank. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Na gut. Benutzen wir sie mal. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Keine Akte ansehen. Roti, Peter, Trogelbecher, Adrian, der Mann im Bienenkostüm. Die kennen wir noch alle nicht. Keine Akte ansehen. Sind das Man, alles hätte ich ganz gerne gesehen. Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Das denke ich auch. Hey, Party People! Was geht im Bürokratenstaat? Die Akten sind nicht gerade Entertainer. Harvey, was sagst du zu den was Akten? Was hältst du davon, Harvey? Langweilig. Das war aber nicht sehr ein... Hey, da gibt es einen Lichtschalter. Kann man den benutzen?
Oha, ganz schön finster. Oh, das ist tatsächlich finster. Hilfe. Gute okay. Idee. Sehr gut, da war es wirklich finster. Da hätte ich nie wieder rausgefunden. Okay, lass uns rausgehen. Ich glaube, wir müssen hier nochmal her. Hey, das ist ein Graffiti. Sehr gelungen. Können wir es noch verbessern? Nein, das soll heil und sauber bleiben. Hallo, Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah. So lebendig. Na gut. Hätten wir das auch erledigt? Ich glaube, wir haben hier hinten eigentlich alles angeschaut. Lass uns weiter raufgehen. Ah, davor geht's noch. Oh, wir sind wieder hier. Das ist gut. Wir sind also im Kreis gegangen. Na dann, werde ich an dieser Stelle Schluss machen und wir werden das nächste Mal hier den Hauptausgang verwenden. Da müssen wir leider rein, auch wenn das ein wenig seltsam klingt. Ja, weil wir wollen ja schließlich raus. Na gut, bis später. Schlaf gut und träumt was Schönes.